Sehr verehrte Damen und Herren, der liebe Varian hatte mich zu seinem gar wunderbaren Interview eingeladen. Ein neues Format von ihm auf YouTube. Ihr könnt alle mal Hallo YouTube sagen. Ihr könnt, guck mal, hier dürft ihr jetzt Hallo sagen und dann werden die alle eingeblendet. Ist nämlich gerade live auf Twitch, weil ich streame nämlich eigentlich fast jeden Tag. Wenn es mir mal nicht scheiße geht. Aber eigentlich geht es mir immer gut. Und wir reacten jetzt auf das Interview. Interview? Von Varian. Mit mir. Da kicken wir doch mal, ne? Interview mit Shenyan. Viele schreiben so, die kennen mich gar nicht so. So, wer ist das? Was ist das für ein No-Name? Ja, Entschuldigung, ich bin doch nicht im YouTube-Universum. So, Leute, herzlich willkommen zurück. Weitere Folge. Ja. Heute mit dabei, Yanjan. Vielen Dank, dass du mit Also, Zeit also ich, muss im, vornherein sagen, oh, es gibt Leute, die dachten, ich nehme das alles ernst. Ich wusste doch, dass das nicht ernst ist. Und vor allen Dingen ist der Florian so ein Lieber. Er hat so vorher so gesagt, ja, Jen, ich muss dir sagen, das wird ein bisschen gemein. Und es tut mir jetzt schon leid. Der hat sich schon vorher hat er sich schon entschuldigt. Und als wir fertig waren, hat er sich nochmal entschuldigt, ja? Also der ist gar nicht so, wie er da so tut. Aber das wisst ihr ja alle. Der ist wirklich lieb. Danke, dass ich da sein darf. Kein Problem. Hm. Bist du bereit? Ja. Soll ich dich eigentlich Shenyan nennen oder Kleine Maus wie früher im Chat? Ach. Du kannst mich nennen, wie du möchtest. Ja, Kleine Maus? Ja, da war ich 13 oder 14. Das, what the fuck, woher weißt du das? Ja, das war mein früherer Nickname. Ja. Hm. Er hat das selber nicht recherchiert. Die Fragen hat er selber bekommen. Er wusste nicht mal, was da steht. Wirklich nicht. Nö, ja, aber der war voll nett. Also wirklich, ich fand das gar nicht unangenehm. Ja, ich hieß früher Kleine Maus. Wie schön, dass das aufgegriffen wurde. Was soll ich sagen? Das war damals meine Zockzeit und nach Knuddels. In Knuddels hieß ich Knuddelfell und danach Kleine Maus. Ja, komm, jetzt ehrlich, so scheißegal. Mit Z am Ende. Mit Z am Ende. Hm? Nee. Doppel-E. Ja. Wusstest du eigentlich, dass ein Podcast auch mehr als nur ein paar Folgen haben darf und man nicht immer einen neuen starten muss mit anderen Leuten? Schlecht recherchiert. Also ich hatte bisher einen Podcast, ja. Das war mit dem Dizzy. Ja, ganz ehrlich, schlecht recherchiert. War nie Podcast. Ich mache so gerne Real Talks. Du warst ja auch mal im Real Talk dabei. Ja, das ist kein Podcast. Ja, habe ich nicht so enjoyed, aber ich erinnere mich. Der hat voll enjoyed. Hast du mir danach geschrieben. Das hat er wirklich. Das war richtig cool, danke, dass ich dabei sein. Das hat, glaube ich, Luke gemacht. War schon. Nee, es war schon er. Der macht alles für dich, ja, der regelt das. Machst du überhaupt selber was? Nee. Nicht mal die Fragen. Das stimmt wirklich, hat er nicht selber gemacht. Ja. Okay. Darf dein Hund eigentlich auch deine Streams gucken? Was ist das für eine Frage? Ja, warum nicht? Wie heißt dein Hund? Lazy. Passt ja zu dir. Ja, ich habe sie auch extra so genannt, weil ich dachte, sie wird mal faul, weil Labradore sind ja eigentlich faul. Ich glaube, er war absichtlich nicht gemein zu mir. Ich weiß es nicht. Also ich habe echt harte Dinge erwartet, bin ich ehrlich? Aber der war gar nicht, also der war eher ein Beta statt ein Alpha, bin ich ehrlich, ne? Wir müssen kurz warten. Ist das so? Ja, ist ein fauler Familienhund so, ja. Okay. Hm? Naja, aber man sagt ja auch, der Hund ist so... Wie das Härchen. Wie das Härchen. Ja, also Frauchen, ist ja wirklich so ein Alpha-Ding. Ja. Deine Streams liefen ja lange unter dem Motto, Achtung, hier riecht's nach Pups. Ja, das stimmt. Ich habe euch ja immer, falls ihr euch erinnert, also ihr bekommt ja immer eine Live-Benachrichtigung auf Twitch, wenn ich live komme. Und ich habe immer den gleichen Text gehabt. Achtung, hier riecht's nach Pups. Ja, den habe ich nie geändert, den Text. Ich habe da nie drauf geachtet, was da steht. Und jetzt natürlich achte ich drauf, was da steht. Warum riecht's denn jetzt nicht mehr nach Pups? Weil... Mein Boris hat gesagt, ich soll damit aufhören. Der hat gesagt, Jen, du musst professioneller werden. Das darfst du nicht mehr machen. Deswegen musste ich das ändern. Professioneller, wann fängst du damit an? Ja, das ist eine gute Frage. Ja, ja. Vielleicht irgendwann. Hm. Halt dein Maul, ich bin super professionell. Ich sag dir Bescheid dann. Ja. Halt dein Maul. Was würde mit der Welt passieren, wenn jeder Mensch ein Klon von dir wäre? Ich glaube, die Welt wäre sehr empathisch und sehr schön und sehr angenehm und sehr lustig. Junge, ich habe mir so Mühe gegeben, unschuldig und schüchtern zu wirken. Guck mal, das ist mir echt gut gelungen, ne? Findest du mich empathisch? Ich beantworte grundsätzlich keine Fragen in diesem Interview. Ach, hast du auch vorhin schon. Das schneiden wir raus. Ich habe auch mal diesen Low-Carb-Diät-Tipp von dir ausprobiert. Ich habe mal eine Diät gemacht.
Eine Low-Carb-Diät. Ja, ich habe dabei Reis gegessen und Kartoffeln und Nudeln. Ich... Komm, ganz ehrlich. Als Beilage immer Reis und Kartoffeln gegessen hast und habe 7 Kilo zugenommen. Wie geht's dir damit? Ich hab mal gesagt, ich mache eine Low-Carb-Diät, aber ich habe Kartoffeln und den ganzen Stuff. Ja. Das war dumm. Ich bin auch manchmal ein bisschen dumm. Yeah. Dachtest du, Low-Carb bedeutet Low-Kalorien? Ja. Okay. Also Low-Kalorien-Diät, ja, wenig Kalorien. Ja. Ich kann dir darauf keine Antwort geben. Okay. Yeah. Du hast zu Hause ja so viel cheesy Deko-Scheiße wie Home Sweet Home rumhängen. Was sagt denn dein WG-Mitbewohner dazu? Lazy? Das habe ich nicht verstanden. Welche andere? Hast du nicht 2 Hunde? Nee. Okay. Bisschen unangenehm. Du hast mal gesagt, dass es dir so vorkommt, als ob Influencer, die im Affenhaus sitzen. Hab ich gesagt. Was denkst du, wie sich Affen fühlen, die im Affenhaus sitzen? Na, richtig scheiße. Ich bin auch voll dagegen, dass sie da drin bleiben, ja. Im Affenhaus? Im Affenhaus. Feier ich nicht. Man könnte ja tauschen, man könnte ja wirklich physisch die Influencer. Kannst du wirklich machen, dann ist das 1:1 genauso. Ein guter Stream, ein bisschen Roleplay. Ja, genau. Ja. Roleplay, ein bisschen lästern und ein bisschen Scheiße einfach machen und die Leute gucken und bewerten alles, was du machst. Mhm. Mhm. Stört es dich eigentlich, dass dich Leute oft verwechseln? Mit Milchbaum? Genian. Achso. Stimmt, du bist ja Genian, ja. Ja. Nee, ist okay. Weil, also tatsächlich, also Milchbaum und ich, wir sind so ziemlich beste Freundinnen geworden dadurch. Mhm. Und wir sind nur dadurch aufeinander aufmerksam geworden. Und ey, aber mal ganz ehrlich, mal ganz kurz Butter bei den Fische. Also, ja, es gab eine Zeit, da hat man sich ein bisschen ähnlich gesehen, aber sind wir mal kurz ehrlich. Also, ich denke schon, dass das ein bisschen sich jetzt aufdaddelt. Ich finde nicht mehr, dass ich mich jetzt... Also Sonja und ich, wir sehen uns einfach jetzt prinzipiell nicht mehr so ähnlich. Also, wir gehen gerade in 2 komplett unterschiedliche Richtungen. Also jetzt mal no joke. Vor allen Dingen, ich habe in 2 Wochen habe ich braune Haare. In 2 Wochen bin ich beim Friseur, ich färbe meine Haare braun. Was ist denn dann? Also was ist denn dann? Wer bin ich denn dann? Bin ich dann Maluna? Wir haben eine komplett unterschiedliche Gesichtsform. Vor allen Dingen, wisst ihr was? Oh, jedes Mal, wenn ich irgendwo auf YouTube unterwegs bin oder auf TikTok und ich lese Kommentare und die Leute kennen mich nicht. Wisst ihr, was sie schreiben? Ey, die ist so nervig mit ihrer schrillen Stimme. Boah, die ist ja jetzt gerade ganz angenehm, aber wenn ihr den Stream anmacht und ihre Stimme da verstellt, das ist ja ganz schrecklich. Die denken wirklich, ich bin Milchbaum. Das ist ja nicht, das meinen die nicht zum Spaß. Das meinen die mit vollem Ernst. Das machen die nicht extra, das meinen die ernst. Die denken wirklich, ich mach da den Stream an und verstell meine Stimme. Das ist so schlimm. Die gehen in Vorurteil... Basis richtig rein, obwohl ich das nicht bin. Stört mich nicht, nee. Kam dir die Idee für Cook and Wine eigentlich auf der Autobahn? Weil da passieren ja in der Regel die meisten Unfälle so. Nee, die Idee kam während des Kochstreams, weil wir Wein getrunken haben. Ich habe gesagt, das wäre doch ganz lustig, wenn wir einfach kochen und Bullshit labern und dabei Wein trinken. Ja, das weil stimmt. Weil wir sehr schlecht im Hochkochen waren und deswegen haben wir gesagt, wir können ja Cook und Wine machen, weil... Seitdem machen wir jeden Freitag ab 18 Uhr Cook and Wine, abwechselnd auf meinem Kanal oder auf Asta Pew Pews Kanal. Der Gegenpartner am Wein war und ich war am Saufen. Am Weinen wie heulen? Mhm. Morgen auch wieder, deswegen auch Wein und trinken, so eins, weißt du, Wein und Wein, so, weißt du? Verstehe ich nicht. Naja, Wein und Wein trinken. Wein, diese Plattform meinst du, wo die Kurzvideos hochgeladen werden? Nee, hab ich gar nicht dran gedacht. Das schreibt man aber anders. Okay. Ja. Was war der beste Ratschlag, den du jemals bekommen hast und warum hast du den dann trotzdem nicht befolgt? Der beste Ratschlag war, dass ich 5 Konten eröffnen soll und ich hab's gemacht. Ja, das stimmt. Ich habe keinen Ratschlag bekommen, den ich noch nie nicht gemacht habe. Das hat mir Bram auch empfohlen, aber ich hab's nicht gemacht. Warum nicht? Hab das nicht so für nötig gehalten. Also das Problem ist, als Influencer oder Content Creator oder Streamer, whatever, und wenn du gut Geld verdienst, musst du irgendwann ganz viel Steuern nachzahlen. Und dann machen YouTuber Videos darüber, dass sie pleite sind. Deswegen empfehle ich euch, macht euch ganz viele Konten. Macht euch ein Privatkonto. Macht euch ein Steuerkonto, wo ihr nur eure Steuern drauf tut. Macht euch ein Geschäftskonto. Macht euch ein privates Sparkonto.
und macht euch, warte mal, wo war ich jetzt? Geschäftskonto, Privatkonto, Steuerkonto, Sparkonto und, ach ja, so ein Konto, wo du so dein Arbeitsgeld drauf tust, aber was du halt auch nicht ausgibst. Ach komm, ganz ehrlich, ihr wisst schon, was ich meine. Ja, so ein Tagesgeldkonto. Tagesgeldkonto. Ja, das meinte ich. Richtig. Zwei reichen völlig. Nee, glaub mir. Glaub mir, das reicht nicht völlig. Nicht, wenn du teilweise keine Übersicht über deine Finanzen hast. Kommst du bestimmt irgendwann hin. Meinst du? Mhm. Ich gebe mein Geld einfach mal direkt aus, dann habe ich das Problem nicht. Mhm. Dann macht er irgendwann ein YouTube-Video, dass er pleite ist. Ich glaube ja nicht an Sternzeichen. Typisch Skorpion halt. Aber du bist ja gerade krass auf deinem Selbstfindungstrip und hast auch vor kurzem gelernt, wie man richtig trinkt. Meinst du, du lernst auch noch, wie man richtig streamt? Also ich würde sagen, ich kann schon mal streamen. Das ist kein Stream. Also, das ist doch... Ich bin in meinem Selbstfindungstrip, das ist absolut korrekt. Ach, halt dein Maul, ich habe Pause gemacht. Das ist doch kein Diss. Ich dachte wirklich, er holt so die tiefsten Fragen. Ich dachte sogar, der holt so die Onlyfans-Fragen und so raus. Wirklich, dachte ich wirklich. Ich hab euch auf alles vorbereitet. Ja, und wann läuft bei dir Streaming? Ja, es läuft doch. Was soll ich denn machen? So, machen wir wieder Play. Weil ich würde sagen, ich kann ganz gut streamen. Ja. Sonst würde es ja nicht laufen. Ja. So wie der Wein. Wie der Wein. Richtig. Hm. Ja. Geht vielleicht so Hand in Hand. Ja. Also ist quasi dein ganzes Streaming-Portfolio ist eigentlich Cook and Wine. Aber ich habe mal eine Frage. Ihr seht ja meine Strumpfhose, ne? Sieht das für euch aus wie so eine Feinstrumpfhose? Das ist nämlich ein Geheimnis. Das sieht nämlich aus wie eine Feinstrumpfhose. Das soll so nur so leicht aussehen. Das ist aber keine Feinstrumpfhose. Da ist nämlich so eine dicke Strumpfhose ist da noch drunter. So Thermo. Und dann ist da noch so eine Feinstrumpfhose drüber. Und die Thermo, die hat da drunter so ungefähr meine Hautfarbe. Die ist richtig fett, die ist richtig warm. Nur du verkaufst halt nur dieses Guck in mein Format, so, dass du halt auch öffentlich trinken kannst. Korrekt, ja. Aber ich möchte an der Stelle sagen, ich verherrliche keinen Alkohol. Das ist schon zu spät. Irgendwie schon, ne? Du warst in der Schule früher ja immer die Petze. Was glaubst du, wie deine Klassenkameraden das jetzt finden, dass du auf der Erfolgswelle von anderen jetzt auch den sogenannten Erfolg im Internet hast? Ich war doch nicht die Petze. Ich habe vielleicht ein, zwei Sachen gehabt, da habe ich das so, ja, ich war mal in der dritten Klasse, war ich Streitschläger. Ich habe die Frage gar nicht beantwortet. Habe ich dann immer so notiert, so was auf dem Schulhof abging, ja. Aber... Was genau muss man da machen als Streitschläger? Naja, du hast zum Beispiel 30 Minuten Schulpause und dann gehst du halt als Streitschlichter, dann hast du dein Streitschlichterschild und du musst halt gucken, okay, der hat den gerade getreten, dann schreibst du das auf und wenn irgendeine Scheiße passiert, du schreibst das einfach alles auf und dann gibst du das den Lehrern ab. Also du bist einfach nur Streitaufschreiberin gewesen. Ja, wenn du genug Arsch in der Hose hattest, bist du halt hingegangen und hast das klären wollen, aber das habe ich nicht so geschafft. Aber den Rest der Schulzeit wurde ich tatsächlich gemobbt. Okay. Ja. Naja. Ja. Ich habe die Frage gar nicht beantwortet, was die Leute sagen würden, wenn die sehen würden, dass ich jetzt auf einer Erfolgswelle bin. Also ich würde nicht sagen, dass ich auf irgendeiner Erfolgswelle bin. Keine Ahnung, also... Mich hatten schon ein paar angeschrieben und ab und zu sind auch solche Leute bei uns hier im Chat. Manchmal sind auch alte Klassenkameraden hier im Chat, aber die ghoste ich komplett raus. Die werden komplett geghostet. Ich schenke euch keine Beachtung, weil ihr alles dumme Arschlöcher seid, die mich früher gemobbt haben. Ihr habt mir mein Essen weggenommen, ihr habt mir meine Brille weggenommen, ihr habt mir Bälle ins Gesicht geworfen. Und das sind die Leute, die auch dann hier im Chat sind oder mir auf irgendwo schreiben und sagen, hey, voll cool, was du da machst. Ich hab dir bei den Pizmits gesehen, wollen wir uns mal treffen. Haltet eure dummen Mäuler. Ihr seid alle... unnötiges Stück. Ja, die haben mir früher mal das Essen weggenommen. Die haben mir wirklich, also meine Mutter hat mir mal richtig viel Essen gemacht, so für die Brotdose und so. Und die haben mir dann mein Essen weggenommen, also über viele, viele Jahre. Ich hatte nie Essen gehabt in der Schule. Die haben mir auch, wenn ich Geld mitbekommen habe, für den Späti, so für Süßigkeiten und so, die haben mir mein Geld weggenommen und die haben mir auch dann die Süßigkeiten weggenommen, wenn ich die dann heimlich alleine essen wollte. Die haben mich auch gemobbt, weil ich eine Brille getragen habe. Heute trage ich freiwillig eine Brille. Und sie haben mich gemobbt, weil ich eine kleine Oberweite hatte. Ja. Falls du noch irgendwas sagen möchtest, dann... Er hat das übrigens extra so gemacht, dass er im Sessel sitzt und ich auf den kleinen Stuhl. Und ich hatte da gerade Knieschmerzen gehabt. Also ich habe ja meine Stressfraktur im Knie gehabt. Und er hat mir mit Absicht halt diese hässliche Ecke gegeben und er die dekadente Ecke.
Und dann hat er mich noch tausendmal gefragt, oh mein Gott, bist du dir sicher, dass du da sitzen kannst? Das tut mir so leid, willst du lieber den Sessel nehmen? Oh, geht das wirklich klar? Ja, 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 und da guck mal, der war ja noch nicht. Und dann sobald die Kamera an ist. Ich kenne da noch jemanden, der so ist. Ich fand es wirklich sehr schön. Ja, wirklich. Das sind Fragen, die mir noch nie gestellt wurden. Und deswegen finde ich das sehr angenehm. Ich fand es wirklich angenehm. Ja. Ja, ich hoffe, das war jetzt auch die letzte Folge. Ich komme gerne wieder. Ja. Wenn du sonst irgendwas hast, ich bin immer da. Wenn du nicht kannst, kann ich am Milchbauch fragen. Also. Das kannst du machen, die ist auch immer da. Ja, kannst die hat jetzt abgesagt, aber... Ja. Die hat sie gar nicht gefragt. Es wird mir ein bisschen zu unangenehm. Vielen Dank. Kann sie doch gerne raushumpeln, was sie ja verletzt. Ja, danke für den guten Stuhl. Ja. Ja, gutes Video. Erstmal liken. Hab schon kommentiert. Jetzt könnt ihr kommentieren. Danke. Oh Mann. Ja, ich weiß nicht, wie er dabei so ernst bleiben kann. Ich finde, das ist ein Talent, dass man bei sowas so ernst bleiben kann. Ich kann es nicht. Danke fürs Zusehen. Lasst einen Abonnent da, lasst einen Kommentar und eine Glocke da und einen Daumen nach oben. Macht mich reich. Guckt euch ganz viele Videos und Werbung von mir an, weil ich bin geldgeil und will ganz viel Geld. Tschüss.